Zwei Damen, zwei Bilder. Ja. Große Erwartung? Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr geschätzt, diese Art Malerei. Für was halten Sie denn die Gemälde und wo haben Sie sie her? Wir haben es in den 70er Jahren bei einer Auktion gekauft. Ja. Und uns gefiel die feine Malerei gut. Erinnern Sie sich noch, wofür Sie es gekauft haben, nämlich was dabei gestanden ist und was Sie gezahlt haben? Ich glaube zwischen 2.000 und 3.000 Mark? D-Mark damals. Ja. Und irgendeinen Titel oder einen Künstler? Nein, eben, es ist nicht signiert und ja. Man weiß ja auch nicht die... Die Erinnerung haben Sie auch nicht mehr, was damals dort bei der Auktion gestanden ist. Nein. Nicht? Nein. Na gut. Zu sehen sind ja zwei mythologische Szenen. Ja. Jeweils auf der linken Seite eine fast ganz nackte Frau, auf der rechten Seite eine ziemlich entblößte. Immer ein kleiner Eros dabei, also, und immer ein Mann. Es sind mythologische Bilder, die auf Texten aus der Ilias von Homer oder den Metamorphosen von Ovid beruhen. Also Bildungsinhalte, die zur humanistischen Welt gehörten. Und diese Gemälde sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in den katholischen Niederlanden entstanden, was man heute, ist das fast deckungsgleich mit dem belgischen Staatsgebiet. Und ob das jetzt Lüttich ist oder Antwerpen, das wage ich nicht zu entscheiden. Es wird diese Art von Tradition durchaus gepflegt. Einerseits in der Nachfolge Rubens oder in der Nachfolge des Malers Gérard Lairès, der aus Lüttich stammt. Das sind gesuchte, sehr seltene mythologische Inhalte. Hier sehen wir, dass der Jäger, der schwer gerüstet ist, einen Schweinskopf überreicht mit schwerem Gewaff. Das sind diese Zähne des Wildschweins und überreicht sie einer jungen Dame, die Attribute einer Jägerin hat. Und das wird Meleager und Atalante sein. Das waren zwei Jagdgefährten, die den kalidonischen Eber jagten. Sehr komplizierte Geschichte, die man am besten nachliest. Das Fatale ist, man hat die nach drei Tagen dann wieder vergessen und sie wieder lesen. Aber um sich das vor Augen zu halten, haben auch solche Bilder gedient, um diese Bildungsinhalte zu vertiefen und zu memorisieren. Auf der anderen Seite könnte es Venus und Mars sein. Ja, ja. Die Zeit, dieses 17. Jahrhundert, früher und auch später, da waren Mythologien und mythologische Geschichten viel mehr Bestandteil des allgemeinen Wissens. Heute müssen wir nachschauen, selbst Spezialisten müssen nachschauen. Damals waren sie Beispiele für ein Verhalten eines Mannes, Tapferkeit, Männlichkeit, auch Beispiele für historische Zustände, die heute in diesem Zusammenhang von uns sehr schwer zu begreifen sind. Wenn er jetzt spricht von ca. 1640, 1650, ja. Und die katholischen Niederlande. Wenn ich mir die beiden Bilder jetzt so anschaue, frage ich mich, ob da nicht dahinter auch grafische Folgen stehen können, die dann noch einmal eine Umsetzung gefunden haben in der Malerei. Antwerpen und Brüssel haben sehr viel gestochen, ja, aber das die Zyklen, aufzuspielen war nicht die Zeit. So ist es ja. Das Zyklen, die halt irgendeinen großen Künstler hinter sich haben, dann die Druckgrafik, die Radierungen, dann einen Künstler noch einmal inspiriert haben. Ein bisschen habe ich so das Gefühl. Das sind Kabinettbildchen, sehr die hübsche Qualität, in einem kleinen Raum gehangen haben und aus Nahsicht betrachtet wurden. Und es sind Konversationsstücke. Man hat über sie dann gesprochen und hat gezeigt, dass man sattelfest war in diesen Bildungsinhalten. Das war ein Vehikel des sich gegenseitig Verständigens. Und Sie sind sehr dekorativ. Und da widerspreche ich Ihnen, Gnädige. Es ist heute durchaus noch üblich, es gibt noch Menschen, denen das gefällt. Es gibt noch Menschen, die ein Herz und ein Auge haben für gute alte Malerei. Und das wird es auch immer geben. Vielleicht nicht so viele, wie es schon einmal gegeben hat. Aber wir arbeiten daran auch dadurch, dass wir solche Bilder immer wieder gerne herzeigen. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben. Ich hoffe, Sie wissen schon, wem Sie es geben, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, sage ich jetzt auch noch einen Preis.
Ich denke, heute wird sowas pro Stück 1500, 1800 Euro wert sein. Also miteinander 3.000 bis 4.000 Euro. Danke fürs Zeigen. Auf Wiedersehen.